Ja, hallo Leute, hier wieder euer Droso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir haben da jetzt alles gemacht, was wir vorhatten, Sachen verkauft, die ganzen Waffen, die wir gefunden haben, noch einmal verzaubert, wir haben die Riesen geplündert, ich bin dann nochmal jagen gegangen, habe einem Wolf einfach mal die Seele gestohlen und habe noch einen Hirsch mit einem neuen Zauber erlegt, wir haben dann neue Zauber gekauft. Und wir sind 2 Stufen aufgestiegen und jetzt werden wir einfach mal weitermachen, hoffe ich doch. Wir werden da die Schnellreise angehen, wir müssen darüber und wir werden uns dahin gleich mal beamen, ja. Ja, gezaubert, verzaubert haben wir alle Waffen, wir haben ziemlich viele Waffen. Und deswegen können wir nicht mehr viel sammeln jetzt, aber das ist egal, wir werden da einfach mal drauf los arbeiten. Hm? Bin neugierig, was da jetzt auf uns zukommt und bin neugierig, ob die neuen Zauber auch so gut rüberkommen. So, wir sind hier im... Ja, das ist eben das Riesenlager. Die Mammuts müssten da noch rumliegen. Da, ja genau. Seht ihr, die 3 Armenstück. Wollte ich eigentlich nicht und ein Hoppelhase, mein Kleiner. Ja, wenn wir an denen vorbeigehen, ist das auch okay. Die sind eigentlich zu nett, eigentlich, dass wir sie töten. Die haben sich dann ein Skiefer gebraten, ja, jeder Riese einen. Und dann Säbelzahntiger, weiß auch nicht, warum der da jetzt ist, den haben sie auch erbeutet. Da ist eine Truhe, die machen wir jetzt nicht auf, wir sind da einfach zu schwach gelevelt. Ich habe zu wenig von den Dietrichen dabei und wir werden da gleich einmal nachschauen, was wir da ausgerüstet haben. Das ist gleich einmal, ja... Eisstachel und Feueratronachbeschwörung. Das kennen wir schon. Die neuen Zauber sind der Feuerblitz und Eisstachel, denke ich, ja. Eisstachel, ja genau, das ist das. Ich zeige euch das jetzt kurz einmal. Hoppala, so. Weil da gibt es kein Problem mehr mit der Entfernung. Wenn wir jetzt da runter schauen, wir schauen einmal jetzt da kurz, was es da gibt an Zielen. Wir machen da vorne mal den Baum zum Ziel. Und, ja, das geht unendlich weit und da brennt der Baum schon. Und dann können wir den auch löschen mit dem Eisstachel und zack. Müsste das hinhauen. Ja, seht ihr, das geht unendlich weit und ist ja cool, finde ich. Ah, ich habe da das Schild. Okay, gut. Was habe ich denn da als Nummer 1, als Nummer 2? Das Schild und Nummer 1 ist Eisstachel. Oh. Nö. Eisstachel, ja. Wir müssen jetzt darüber. Okay. Sind wir da im Schleichen? Ja. Also man stirbt ziemlich leicht in diesem Spiel, ist mir aufgefallen. Was ist denn da vorne? Das wollen wir eigentlich nicht kennenlernen. Wir können ja eh nichts sammeln, wir werden da weitergehen. Ich habe immer furchtbare Angst, dass mich von hinten einer abknallt irgendwie oder gleich einmal draufhaut. Oder? Sollen wir da hinschauen einmal? Ich suche da was ganz Bestimmtes. Nämlich einen Flusslauf. Ah, egal. Da ist ein Händler. Irgendwie müssen wir darüber. Alles klar. Ja, das mit der Seelenfalle und so, das ist ein wenig kompliziert. Das kriege ich nicht so ganz auf die Reihe. Zumindest nicht so schnell.
Davor müssten wir dann rauf irgendwo. Lavendel gibt es da ohne Ende. Da ist ein Hirsch. Sollen wir oder sollen wir nicht? Noch ein Hirsch. Ah, das ist ein Elch oder was? Ja. Ja, ich mache einen kurzen Schnitt hier, Leute, weil ich suche da was ganz Bestimmtes. Ja, und das habe ich auch schon gefunden, gleich 10 Meter nach rechts, da ist ein Gewässer und da sind nämlich Krabben. Und ja, die sind auch echt gemein, aber wir könnten die benutzen, um unsere Seelenfalle auszuprobieren, ja? Ja, und das ist es dann schon. Und die kommen dann daher, seht ihr? Und jetzt muss ich mich beeilen. Ah, der beißt mich. So, eine Seele haben wir gefangen. Und die beißen aber recht gut zu. Komm her, der nächste. Geht das da so weit? Na, der ist rein. Da, der knabbert am alten rum. Der verkriecht sich auch. Oh, oh. Da, komm her. Auch zu weit weg. Du kommst her. Auch zu weit weg. Verflixt und zugenäht. Oh, den haben wir. Schnell darauf, weil die sind nämlich so viele. Und jetzt sollten wir uns schneller mal heilen auch. Aber das geht sich schon noch aus. Noch eine Seele fangen. Das ist zu weit weg. Ja, da ist er schon. Oh oh. Die beißen aber anständig zu. Habt ihr das gemerkt? Ich will jetzt die Rüstung nicht tauschen. Oder egal, wir tauschen mal die Rüstung. So, dann geht es uns gleich besser. Und ich mache da jetzt die ganzen Seelen klar. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. So, wir haben jetzt die Krabben besiegt. Aber die waren echt zäh. Ich habe ja da die größten Probleme gehabt. Musste 3 Tränke trinken, mich heilen und ja, wirklich ein Problem gewesen, aber egal, nun ja, wir haben es ja überlebt. Und warum ich da jetzt genau hergelaufen bin, ich habe beim Jagen, wie ich den Hirsch verfolgt habe, diese Wasserstelle gefunden und plötzlich sind die mich von hinten angegangen. Und das war in der Nacht und da habe ich mich so erschrocken und habe mir gedacht, ja, die werde ich mir noch einmal aufs Korn nehmen. Ja, gut so. Dann schauen wir mal nach. Ich bin noch ein wenig. So, 1, 2, 3. Winziger Seelenstein, armselige Seele. Ja, einmal, zweimal, dreimal. Ja. Wir haben das 6 zum... Ja, verzaubern und leveln. Na, das kommt ja gut. Und dann ist nämlich schon aus. Wir haben noch einen winzigen Seelenstein und dann geht das nämlich weiter mit der kleinen Seele. Ja, die sind fast zu teuer. Wir müssen da schauen, dass wir das anders hinkriegen. Da ist auch noch eine, die werden wir plündern, wenn die nicht wieder zum Leben erwacht. Und was ich jetzt nochmal probieren will, ich werde den Hirschen da einmal den Hirschen. Und wir nehmen da, ich glaube, Feuerblitz zweimal, ja. Das kann ja nicht sein. Habt ihr gesehen, wie es den überworfen hat?
Da laufen wir doch zuerst einmal hin. Dann sage ich ja bloß einmal Scheiß auf Pfeil und Bogen. Oh, habe ich jetzt einen Papa. Aha. Aber Leute, wir brauchen es. Wir essen das und dann auch noch, ja. Das Hirschfell brauchen wir auch, ja. Feuerblitz, ja, der kommt recht gut. Doppelt gewirkt und ja. Wegstecken und ein Gebet für die, ja. Weidmänner, danke für deine Seele, ja. Wenn die Seelenfallen Zauber so weit wirken könnten, wäre das ja okay. Wir müssen jetzt darauf. Wir kommen da ja nicht weiter. Ich sehe das ja schon. Irgendwo muss dann der Eingang ja bald einmal sein. Da oben sind Ruinen. Ist da irgendwas böse? Ah, nein, wir sind ja schon da. Okay. Bevor der mich anquatscht, der wartet schon still und leise da. Oder ist jetzt weggelaufen? Na, da ist er. Machen wir einen kurzen Schnitt. Und ich werde mit Farkas kurz reden. Okay, wir haben jetzt die Seelenfalle ausprobiert und wir sind da am Anfang der Aufnahmeprüfung. Endlich. Farkas und ich verabschieden uns. Bis gleich. Euer Toso. Ciao.